Hallo, meine Lieben. Was geschah am Karfreitag? Als Jesus verhaftet wurde, hatte man ihn zum Hohepriester Kajapas zum Verhör gebracht. Dieser suchte Zeugen, damit Jesus Todesurteil gesprochen werden konnte. Doch viele machten Falschaussagen, die allerdings nicht zur Verurteilung reichten. Da fragte Kajapas Jesus, ob er der Messias, der Sohn Gottes sei. Und Jesus antwortete: Ja, ich bin es. Damit hatte er sich in den Augen des Hohen Rates und der Hohenpriester der Gotteslästerung schuldig gemacht. Diese forderten dafür seine Verurteilung zum Tod am Kreuz. Während Jesus verhört wurde, wartete Petrus, ein Jünger Jesus, im Hof des Palastes. Er wurde dreimal gefragt, ob er mit Jesus zusammen war. Dreimal leugnete Petrus es. Als der Hahn krähte, erinnerte sich Petrus der Worte von Jesus: Bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und da weinte Petrus. Man brachte Jesus zum römischen Statthalter Pontius Pilatus, der das Todesurteil sprechen sollte. Auch dieser befragte Jesus, doch er schwieg zu den Anschuldigungen. Pilatus aber zweifelte an den Vorwürfen, die der Hohe Rat gegen Jesus vollbrachte. Da es zum Pascha-Fest Brauch war, dass der Statthalter einem vom Volk bestimmten Gefangenen freiließ, fragte Pilatus das Volk, wer es sein sollte. Die vom Rat aufgestachelte Menschenmenge forderte die Freilassung von Barabbas und forderten die Kreuzigung Jesus. Die Soldaten führten Jesus ab, setzten ihm eine Dornenkrone auf und verspotteten ihn. Jesus musste dann sein Kreuz selbst zum Hügel Golgatha, auch Golata genannt, einem Hügel außerhalb Jerusalems tragen. Auf dem Weg dahin brach Jesus immer wieder zusammen. Ein Mann namens Simon von Cyrene, der zufällig vorbeikam, half ihm, das Kreuz zu tragen. An der Hinrichtungsstätte kreuzigten die Soldaten Jesus mit zwei Verbrechern. Um die sechste Stunde verdunkelte sich der Himmel. Als nach 3 Stunden Jesus am Kreuz starb, waren seine letzten Worte: Vater, warum hast du mich verlassen? Und es ist vollbracht. Die Erde bebte und der Vorhang im Tempel riss in der Mitte in 2 Teile. Gegen Abend bat Josef von Arimathea Pilatus um den Leichnam Jesu. Er legte ihn in ein Felsengrab und verschloss es mit einem großen Stein. Maria Magdalena und Maria, die Mutter Jesus, beobachteten, wohin Josef von Arimathea den Leichnam brachte, und sie knieten betend vor der Grabstelle nieder. Das Grab wurde von Soldaten bewacht. Ja, das war der Werdegang der Kreuzigung Jesus. Daran und darüber sollten wir an diesem Tag nachdenken und beten. Denn Jesus ist für unsere Sünden gestorben. Besinnen wir uns, ändern wir unsere heutige Einstellung. Lasst uns in Liebe, Mitgefühl und Achtung miteinander leben. Gottes Segen mit euch. In Liebe, eure Deria.